Ich wurde gefragt, wie schnell der Drucker sich ins Netzwerk einwählt und wie lange es dauert, bis man bessere Druckqualitäten herausbekommt. Darum mache ich euch hier einfach mal ein Video. Hier ist der Drucker. Ja, und wie man sehen kann, es dauert schon eine Weile, bis er im Netzwerk ist. Auch wenn die Status-LED, diese hier blinkt, ist er noch nicht ganz drin. Das dauert dann auch immer noch so ein paar Sekunden. So, zum Druck selbst. Da habe ich schon den P-Touch-Editor aufgemacht. Ich drucke. Sieht man ja hier, versuche zu drucken. Machen wir es nochmal, da ist er drin. Optimale Qualität. 10 Kopien einfach mal. Und ich klicke gleich auf Drucken. Und zwar jetzt. Ja, wie man sehen kann, die Drucke, obwohl es in bessere Qualität rauskam, sind ziemlich flott. Hier mache ich noch mal kurz einen Vergleich, wie schnell der Drucker ist mit der normalen Qualität. Einfach nur noch mal 3 Kopien. Das haut die Dinger voll raus. Also, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Brother Label Printer und kann ihn soweit weiterempfehlen. Ich wurde gefragt, wie schnell der Drucker sich ins Netzwerk einwählt und wie lange es dauert, bis man bessere Druckqualitäten herausbekommt. Darum mache ich euch hier einfach mal ein Video. Hier ist der